Moin Leute, willkommen beim Wurm TV, der gepflegten Unterhaltung. Ja Leute, wer mir auf Instagram folgt, der hat wahrscheinlich schon mitgekriegt, ja, so ein Mist, ne? Und zwar wollten wir ja eigentlich das Röntgen der Wurmeier machen, Teil 2, heute. Aber da gibt es leider aus technischer Sicht ein paar Probleme. Und zwar, das Problem an der ganzen Sache ist, ne, Willi, du weißt es schon, ist, dass hier in dem Mikroskop, hier drinnen, wo man das hier so drehen kann und diese Schärfe einstellen kann, da drinnen sind Linsen. So, und bei diesen Linsen ist halt jetzt nicht so, naja, ich sag mal so eine High-End-Qualität, ne? Und ich habe zwar was gesehen, wenn ich so mit dem bloßen Auge durchgeguckt habe, aber von der Kamera, das quasi von dem Mikroskop durch die Kamera auf meinen Rechner zu machen, das war echt nix, Leute. Das war echt richtiger Mist. Ne? Ich habe hier natürlich auch noch so ein paar Filter, wo man hier so drehen kann, ne? Dass das Licht ein bisschen anders quasi gefiltert wird. Kein blankes Licht von hier unten, ne? Sondern das sind dann so grüne, rote, gelbe, blaue. Also da kann man alles Mögliche machen. Auf jeden Fall, das, was ich so vorhatte, Leute, hat leider nicht funktioniert. Das ist schade. Ich habe mich da schon so drauf gefreut, dass man mal in so ein Wurminnere gucken können. Und ja, deshalb würde ich sagen, Willi, ne? Mach mal da mal einen Haken dran. Ne? Mach mal da einen Haken dran. Gut. Mach mal einen Haken dran. Wir packen das Ganze mal schnell weg, weil ich habe nämlich was anderes noch. Also wie gesagt, das vielleicht machen wir mal, ein neues Mikroskop kaufen. Und vielleicht dann in der Hoffnung, dass wir doch da mal ein bisschen was mehr sehen, ein bisschen besser machen könnt. Ne? Willi, habe ich mir einen Kakao gemacht. Wolltest du auch einen? Er ist aber noch heiß. Und zwar habe ich noch was anderes. Und zwar müssen wir erst noch mal hier ins Wurm und Nautikum reingucken. Ne? Da müssen wir ja immer mal reinschauen. Was gibt es denn hier eigentlich Neues? Also Leute, ich musste jetzt echt feststellen. Willi, geh mal ein bisschen an die Seite. Und zwar, das hier auch, guck mal da. Was haben wir denn da? Lauter Würmchen. Waren da drunter die Würmchen. Das Problem ist, dass durch den Wassernapf hier, da sickert das Wasser weg. Ich habe immer gedacht, die Würmer saufen das Wasser aus, aber das kann eigentlich gar nicht sein, weil die 15 Würmer, wenn die jeden Tag das Ding aussaufen, dann hätten die wahrscheinlich irgendwie Nieren- oder Blasenprobleme. Auf jeden Fall, das Wasser bleibt da nicht drin. Ne? Jetzt kann ich auch gleich mal den Behälter, was wir hier gemacht hatten für... Ja, moin, alles schön hier raus. Was wir hier gemacht hatten zum Röntgen, den kippen wir jetzt hier rein. Den brauche ich ja nicht mehr, ne, weil das funktioniert ja nicht. Das ärgert mich wirklich richtig. So, dann machen wir das noch ein bisschen hier, ne, so ein bisschen hier breit machen, wie im Garten, ne, Willi? Das hättest du auch mal machen können, da kannst du noch mal in die Kiste gucken, ne? Ja, da kannst du noch mal schön in die Kiste reingucken. Was es da jetzt so Neues gibt, ne? Da gibt es nichts Neues da vorne, da gibt es auch nichts Neues, ne? Und natürlich nochmal baden. Alle Würmer nochmal baden. Wir können das auch einfacher machen. Da brauche ich das jetzt nicht alles so voll machen. Wir machen einfach mal die Badewanne voll. So. Und den Rest tue ich dann nachher, jetzt wollte ich sagen gießen, weiter nass machen. Boah, hier ist eine Riesensauerei jetzt auf den Tisch gelandet. So, dann machen wir das mal hier zu. Dann würde ich sagen, wir schieben mal das Wurm und Nautikum wieder hier rüber. Denn, Leute, ich habe noch was anderes. Aber vorher müssen wir jetzt erst noch mal hier den Dreck wegmachen. Sonst haben wir gleich hier nämlich ein Riesenproblem. Ja, wie dadurch, dass das eine ja jetzt nicht geklappt hat, müssen wir unsere Videoplanung ein bisschen umstellen. Das ist aber nicht so tragisch, weil das wäre so oder so gekommen. Dann fällt halt ein Projekt weg, dieses Wurmeier-Projekt. Wo mache ich denn das jetzt hin? Das mache ich jetzt mal hier hin. So, das auch. Das Wurmeier-Projekt fällt halt weg. Dafür gibt es das nächste. Und zwar, Leute, was gibt es jetzt als nächstes? Ich habe ja gesagt, dass ich eine neue Kamera mir besorgt habe. Die ist gestern gekommen, ne? Heute Sonntag, heute das Video nehme ich heute wirklich sehr spät auf. Die Kamera ist gestern gekommen und noch so ein bisschen Equipment dazu, würde ich sagen, was ich mir noch bestellt habe.
Und zwar habe ich mir noch dazu bestellt so ein Mini-LED-Video-Light. Ne? Keine Produktplatzierung, keine Werbung, das habe ich mir noch dazu bestellt. Das muss ich aber erst aufladen. Oh, Leute, was ist das denn? Was bitteschön ist denn das? Also, das ist doch. Jetzt guckt euch doch das. Was ist denn das für ein Ladekabel? Das wird ja immer kürzer. Was ist das denn für ein Käse, Willi? Ja? Das können wir dir hier als. Hier kannst du dir als, als Stethoskop kannst du dir das umhängen, ne? So. Genau. Machst du hier. Komm mal her, Willi. Ich habe da nämlich gerade eine Idee. So. Da hast du hier dein Stethoskop. Und dann setzen wir. Und dann setzen wir hier nach. Doktor Willi. Ja, Willi. Ja, Willi, jetzt bist es, ne? Jetzt haben jetzt haben wir es gemacht, Willi. Echt super. Also wie gesagt, das ist so eine Akku-LED-Lampe mit verschiedenen Farben, die man dann quasi oben drauf schiebt. Übrigens, die Kamera ist hier. Hier ist die Kamera drin. Mit allem möglichen Zubehör, was ich da habe. Da ist oben mit Fernbedienung sogar. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Das erzähle ich euch gleich, warum ich eine Fernbedienung dabei habe. Was ist denn hier alles dabei? Mein Gott, nee. Noch ein Ladekabel. So, und das und das. Dann stellen wir mal das hier vorne auf die Ecke. So, die Anleitung habe ich mir übrigens gestern schon durchgelesen. So, hier drin ist die Kamera. Sieht erstmal nicht, ja, nicht gefährlich aus. Also die ist auch wirklich nicht groß, hat den einfachen Hintergrund, weil wir demnächst hier beim Wurm-TV anfangen, und zwar gewisse Outdoor-Projekte zu machen. Das heißt, wir besuchen irgendwelche Institutionen oder Betriebe, Firmen, wo man so eigentlich nicht reinkommt. Ich habe da auch schon, wer auf Instagram mir folgt, wer es noch nicht gemacht hat, ich verlinke das einmal unten in der Videobeschreibung, der kann mir auf Instagram gerne folgen. Dort gibt es auch immer Videos zwischendurch, ein paar Fotos, ne? Oder so lustige Outtakes wie heute mit dir, Willi. Ne? Prima siehst du aus, herrlich, wie gemacht. Übrigens, die Mütze, die Willi aufhat hier, wisst ihr, was das ist? Das ist von meinem Dampfreiniger. Für den Stoffreiniger vorn dran ist das der Bezug. Der hat. Klasse. Gefällt mir richtig. Willi, das wird, glaube ich, ein neues Profilbild dafür. Ja. Gut, kommen wir mal zurück zur Kamera. Was haben wir jetzt hier dabei? Wir haben hier einmal die Kamera dabei an sich. Ne? Dann haben wir dabei, hier drin ist das Ladegerät. Das ist das Ladegerät für den Akku. Ich habe hier zwei Akkus drin. Also. Ein Akku ist in der Kamera, ein Ersatzakku, einer ist jetzt hier schon drin und einen habe ich hier. Und das ist das Ladegerät dafür. Dann haben wir hier das Ladekabel dafür. Ich packe das mal gerade hier oben wieder rein, weil das brauche ich jetzt nicht. So, was haben wir hier drin? Deshalb habe ich die Kamera eigentlich gekauft. Und zwar hat diese Kamera eine Funktion. Das sind keine Sachen hier irgendwie zum Foto machen, sondern das sind spezielle Videoeditoren. Ne, weil die Kamera hier zum Beispiel, die hat auch eine Blitzfunktion. Die kann ich als Kamera einsetzen oder sogar als Fotoapparat. Kann damit ganz normale Fotos machen. Und ich habe hier diesen Aufsatz, der dann quasi hier, der wird hier reingesteckt. Ne, oder vorher wird das hier drüber gemacht, glaube ich. Irgendwie so. Ich muss mir das erst nochmal genau durchlesen, wie das zusammengebaut wird. Auf jeden Fall, das kommt so da drauf und das kommt dann so da drauf. Na, das wird dann so zusammengebaut. Dann habe ich hier für die Kamera oben drauf. Das ist auch dabei. Das ist ganz wichtig sogar. Das kommt hier oben rein. Hier ist noch so ein Schutz. Na, das zeige ich euch mal. Da muss ich nämlich das hier erst auspacken. Was ist das für ein Hintergrund? Das ist ein sogenannter Coldshoe-Adapter. Was macht der? Dieser Coldshoe-Adapter. Herrlich. Dieser Coldshoe-Adapter ist eigentlich nichts anderes wie ein Verteiler. Und zwar kommt der Verteiler hier rein. Ne, den schiebe ich hier rein. Dann drehe ich den fest. Dann mache ich auf der einen Seite hier, mache ich meine Lampe dran. Und auf der anderen Seite kommt das Mikrofon hin. Und schon habe ich Beleuchtung und Mikrofon zusammen auf einem Fleck. Ne, ist eigentlich ganz praktisch. Das hatte ich mir gleich als Zusatz gekauft, weil mir das jemand gesagt hat, wenn du sowas hast.
Besorg dir gleich noch so einen Adapter, wo du noch gleich Licht mit ranbauen kannst, weil du wirst in irgendeine Situation kommen, wo du Licht brauchst und dann hast du keins dabei. Und dann musst du extra wieder ja, Lampen aufstellen, so wie das jetzt hier bei mir ist zum Beispiel. Rechts und links stehen so LED-Strahler. Dann habe ich hier dabei ist eine Fernbedienung. Ich kann diese ganze Kamera mit Fernbedienung betreiben. Ja, also das heißt, ich muss nicht immer dahinter stehen bleiben. Wenn dann irgendwann die nächsten Videos wird dann diese Kamera, mit der wir jetzt filmen, die wird dann abgebaut. Die hebe ich aber auf, weil das ist eine sehr gute Kamera. Und dafür werde ich dann die hier nehmen, weil da kommt auch noch eine Speicherkarte rein. Die ist aber auch schon hier drin. Ne? Ja, das kann ich mal kurz zeigen. Hier kann ich dann aufmachen. Dann ist hier einmal der Akku drin und hier neben kommt dann die Speicherkarte rein. Aber ich habe gerade gesehen, die Speicherkarte ist da gar nicht drin. Ne? Ich glaube, die Speicherkarte, die liegt noch hier drin. Auf jeden Fall gesehen habe ich sie schon gestern. Das ist das Akkuladegerät. Ich habe die Karte auf jeden Fall schon gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich sie hier hingelegt habe. Die liegt hier aber auch irgendwo. Und hier drinnen, das ist auch noch eine Besonderheit. Deshalb habe ich diese Kamera auch gekauft. Das ist ein sogenannter Handstabilisator. Ne? Der wird quasi aufgeklappt. So. Dann wird die Kamera hier dran geschraubt. Das ist dann so fest quasi. Und dann kann ich die Kamera so tragen. Ne? Und kann die so halten. So. Und dann ist hier oben das Mikrofon und alles dran. Dann der Ständer unten dran. Hier vorne das Weitwinkelobjektiv, die Lampe. Und ja, das sollte eigentlich so für die ersten Filme, die Outdoor-Videos oder hier mit dem Filmen an sich. Wenn ich hier drinnen filme, brauche ich das natürlich nicht. Dann baue ich das ab. Dann schraube ich das einfach so da drauf und nutze das Ganze so, wie es ist. So, ja, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, das mit dem Wurmeiern-Röntgen hat leider nicht funktioniert. Auf jeden Fall werden wir mit den neuen Sachen hier, ich baue die jetzt mal in Ruhe zusammen. Natürlich muss ich die auch noch aufladen, weil die Akkus nämlich überhaupt nicht voll sind. Und dann, ja, dann gehen wir raus und werden mal gucken, wie so das erste Video ist. Das längste dauert dann immer das Schneiden am Rechner. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder. Ne? Willi, Dr. Willi, und du bist, ne, auch fleißig dabei. Bei den Outdoor-Projekten werden wir dich natürlich auch mitnehmen. Wir zusammen.